Zum Thema Partnerschaft und Familienplanung, klar, da kommen große Fragen. Gerade ist denn MS vererbbar? Kann ich denn Kinder kriegen, auch wenn ich schwer betroffen bin? Bin ich von der Familienplanung ein bisschen ausgeschlossen, wie das so manchmal gesagt hat? Man sollte vielleicht keine Kinder bekommen, wenn man körperlich eingeschränkt ist. Das geht alles und man kann das gemeinsam erarbeiten. Was die Familienplanung anbelangt, haben wir eigentlich durchweg positive Resonanz erfahren. Ja. Das heißt, die Schwiegermutter und auch meine Mutter, die haben sich natürlich gefreut wie Bolle, keine Frage. Beim Schwiegervater waren kleine Anlaufschwierigkeiten, ja, aber der ist jetzt auch Feuer und Flamme für den Kleinen. Von daher ist es alles, ich sag mal, positiv aufgenommen und die Krankheit war eigentlich nie ein Thema. Natürlich habe ich mir darüber, über Familienplanung schon Gedanken gemacht. Ich habe einen festen Partner, ich heirate bald und da ist es ein Thema und wir möchten gerne irgendwann mal eine Familie gründen. Und das war auch ehrlich gesagt bei der Diagnose eine der ersten Fragen, ob ich überhaupt noch Kinder bekommen kann. Ist es vererbbar? Habe ich da irgendwelche Schäden während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft? Und ja, man hört mal die Meinung, mal die Meinung. Und ich denke einfach, man sollte da persönlich dann mit seinem Arzt oder mit seiner Ärztin das Gespräch aufsuchen und da die Pros und die Cons abwägen, aber für mich steht fest, ich möchte auf jeden Fall eine Familie gründen und da hat auch die MS im ersten Moment nichts zu sagen.